Auf dem Weg in die große Moschee findet ihr immer wieder so kleine Pickup-Trucks. Die verkaufen ihre eigenen Obst und Gemüse. Und das findet ihr immer wieder, das ist dann Bio und das schmeckt auch wirklich dann sehr gut. Ich zeige euch mal, was man hier so holen kann. Also Früchte zum Stärken auf dem Weg. Dort hinten ist die große Moschee und auf dem Weg dorthin auf der rechten und auf der linken Seite findet ihr immer wieder so kleine Essensläden, wo man Essen, also gutes Essen essen kann. Also was ich hier sehr oft trinke, das ist Zuckerrohrsaft, frischer Zuckerrohrsaft. Ich zeige euch mal gleich, wie das aussieht. Seht dort, das sind frische Zuckerrohre, die werden da durchgepresst und kommen frisch da raus. Dann sieht das so aus. Shukran Akhir Kerim. Ich habe jetzt ein kleines geholt, das kostete jetzt nur 3 Rial, das sind ungefähr etwas so 80 Cent ungefähr. So sieht das aus. Es hat so eine Milch, also so einen Schaum davor. Ganz oben ist so eine Schaumschicht. Es ist leicht gesüßt, so schmeckt das. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, weil es sehr stark und Zucker gibt. Also so sieht das aus, wenn es im Glas wäre quasi. Dort hätten wir, seht. So sieht es aus dann. So, gestärkt mit diesem Zuckerrohrsaft kann ich mich jetzt auf dem Weg in die heilige Moschee machen. Und das gibt sehr viel Kraft, um Tawaf zu machen und viele Gebete zu machen, inshallah. Man kann auch zum Supermarkt gehen und danach auch natürlich Obst holen, aber ich empfehle es euch, mal den Pickup-Trucks zu holen. Das ist nicht Al-Baik, das ist die Fälschung von Al-Baik, das steht Al-Bait, also nur lieber zu Al-Baik gehen. Gibt es auch frische Cocktails. Und ja, die Leute essen hier sehr viel Fastfood, was nicht gesund ist, was ich auch nicht zu viel empfehlen kann. Versucht auch immer hin und wieder Obst und Gemüse zu essen. Schaut. Im Außenbereich der gesegneten Moschee gibt es nochmal die Möglichkeit, hier Semsemwasser zu trinken und sich zu erfrischen. Und das werden wir jetzt auch tun. Hier sind wir gerade da, da steht Ma'u Semsem. Das ist das gesegnete Semsemwasser. Leider wird hier Plastik verwendet. Ich hoffe, das wird in der Zukunft anders gemacht, damit es umweltfreundlicher wird. Man drückt hier rauf, dann kommt kaltes Semsemwasser raus. Das ist gesegnetes Wasser. Also sieht ganz normal aus. Schaut hier. Wenn ihr auf so exotische Sachen steht, dann müsst ihr einfach in die Gassen von Mekka. Da findet ihr so pakistanische und bangladesch Restaurants. Ich zeige euch mal einige hier. Zum Beispiel dort gibt es auch so ein bangladesch Restaurant. Diese Orte sind natürlich nicht zu empfehlen, dass man mit Familie ist. Das ist, wenn ihr als Mann allein unterwegs seid, könnt ihr das gerne ausprobieren. Hier kann man überall frische Säfte trinken. Und ja, einen ganzen Lamm würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen. Das ist so Fastfood quasi, was man schnell auf dem Weg essen kann. Ich befinde mich jetzt unmittelbar vor dem Semsem Tower. Das ist übrigens die größte Uhr der Welt. Und mache mich jetzt auf den Weg zu Five Guys. Hier ist gleich die heilige Moschee. Hier gibt es gerade massive Bauarbeiten, deswegen müsst ihr, glaube ich, einen Umweg nehmen, wenn ihr hier hinkommen wollt. Ich gehe jetzt zu einem Fastfoodladen, der heißt Five Guys, der kommt aus Amerika. Und dadurch, dass es den nicht in Deutschland gibt, möchte ich den hier unbedingt mal probieren. Übrigens gibt es hier die Möglichkeit, auch im Semsem Tower gibt es einen Food Court, das werde ich euch irgendwann auch mal zeigen. Generell in den Zwischengassen gibt es so viel Shawarma-Läden und Fastfood-Läden. Und hier gibt es so auch viele Fastfood-Läden, sowohl amerikanische als auch arabische, zu essen. Hier, das ist das Hilton Hotel. Hier gibt es auch in der Umgebung, wie gesagt, sehr viele Fastfood-Läden, wo ihr essen könnt. So, hier ist das Hotel Jebel Omar. Und genau hier auf der linken Seite ist Five Guys. Hier sieht man quasi noch den Zipfel vom Semsem Tower und genau hier quasi ist Five Guys. Das Prinzip von denen ist, man kann, während man wartet, hier so Erdnüsse sich nehmen, kostenlos. Das Prinzip von Five Guys. Sehr viele Erdnüsse. Es ist dann kostenlos, bis man wartet. Bis man rankommt. Man kann sich jetzt so ganz riesen Burger bestellen, aber ich habe mir jetzt nur so einen kleinen Cheeseburger bestellt. Und wofür sie auch sehr berühmt sind, ihre Milchshakes, Vanille Shakes, das habe ich mir auch bestellt.
Ich habe den gerade mal probiert. Der ist sehr dickflüssig, aber der schmeckt richtig gut. Während ich auf den Burger warte, kann ich ja Erdnüsse essen. Das ist bei dem Konzept dazu, das ist kostenlos, bis man seinen Burger bekommt. Schmeckt gut. So, mein Burger ist jetzt da. Das ist ein kleiner Burger, man kann aber auch einen großen Burger bestellen. Schauen wir uns mal an mit Käse, eingelegten Sachen und natürlich Beeffleisch. Der Burger schmeckt sehr gut, das Fleisch ist sehr saftig und das Brot ist sehr zart. Normalerweise trinke ich keinen Shake, aber ich mache es mal, wie es in Amerika gegessen wird. Der Burger war sehr lecker, aber wenn ihr mich fragt, ist der Preis nicht gerechtfertigt, ungefähr 15 Euro. Mein Shake, also wie gesagt, mein Fazit, es ist überteuert, esst hier lieber nicht. Mashallah, mashallah, mashallah. هذا من عصب عصير عصب طازج طازج والله انت كويس حبيبي ما شاء الله كم ثمانية Also abends ist diese Gasse sehr belebt. Wir haben jetzt gerade auch unseren Zuckerrohrsaft geholt und werden jetzt gleich auch weiterziehen. Dadurch, dass ich in Ägypten studiert habe, trinke ich mehr als gut ist, aber leider gibt es etwas nicht in Deutschland. Das heißt, bitte öffnet so etwas in Deutschland und ich werde jeden Tag bei euch trinken. Gerade wurde das Nachtgebet verrichtet. Die Leute sind sehr hungrig. Schaut, sie kommen in Strömen von der heiligen Moschee und möchten sich stärken. Hier zum Beispiel dieser Foodstall, also Food-Ecke ist sehr, sehr voll. Und diese ganze Ecke ist generell sehr, sehr vollgepackt. Auf der anderen Seite gibt es das gleiche auch nochmal. Also hier kann man auf jeden Fall vor allem sehr viel ungesundes Essen essen. Schaut, schaut. So, ich werde mir jetzt ein Eis holen und mich ein bisschen erfrischen. Ach ja, den Eis werde ich von hier holen. واحد لي شكرا mein Eis sieht zwar schön aus, aber ich glaube, da sind ein bisschen ein paar krebserzeugende Stoffe mit drin. Aber heute machen wir mal eine Ausnahme. Einfach weil es so schön aussieht. Ah, wir sind hier.
heißt der? Algi. Algi. Cocktail. Also Cocktail? Hier am Hilton Hotel gibt es dann auch sehr viele Fastfood-Läden. Ich werde jetzt zu Tarsic gehen. Das da. Die Besonderheit von Tarsic ist, dass sie hier lokale Hühner verwenden. Die sind sehr, sehr klein und bio. Und die werde ich euch auch gleich zeigen. Das ist eigentlich gleich neben dem Zamzam Tower. Hier ist der Haram. Und hier ist Tarsic. Gleich an der Seite des Hilton Hotels gibt es auch sehr viele Fastfood-Läden, wie ihr seht, wo man auch essen kann. Schaut, überall. Ich werde mir jetzt erstmal einen frischen Saft holen. Ich habe mir jetzt einen frischen Mangosaft geholt, der schmeckt auch sehr gut hier. Ich bin jetzt im vierten Stock von Jebel Omar gekommen. Hier gibt es einen Food Court, sehr viele Essensläden. Ihr seht, wo es am vollsten ist, hier Al Baik. Ist der beliebteste Laden überhaupt hier, deswegen ist es auch am vollsten. Es gibt aber auch andere Läden, ihr seht zum Beispiel, ich zeige euch mal, was hier gibt, Brust, also Hähnchenbrust, frittiert. Andere Sachen, Koshari, das ist aus Ägypten, ein ägyptisches Streetfood ist das, Koshari. Jan Burger, das kenne ich gar nicht. Donutladen, KFC, Hardee's ist auch dort, Hardee's ist auch hier. Paninos. Die zwei beliebtesten Läden hier sind Al Baik und Tarsic. Ihr seht, wie voll es schon hier ist. Ich sagte euch, dass Al Tarsic beim Paris Hilton Hotel ist, aber es ist bei Jebel Omar im vierten Stock. Jebel Omar im vierten Stock, Korrektur bitte. Da werde ich jetzt was essen. Schaut, wie die Leute hier Schlange stehen, um was essen zu können. Sehr beliebt. Ich werde mir den ganzen Hähnchen holen. Das ist eigentlich sehr klein, sieht groß aus, aber es ist eigentlich klein. So, ich habe leider keinen Sitzplatz mehr gefunden, deswegen bin ich irgendwo in einer Gasse jetzt hier. Und zwar wollte ich euch den Preis mal zeigen. Guck mal, ich habe für alles ein ganzes Hähnchen. Guck mal, wie klein der ist. Ich wollte euch zeigen, dass es diese regionalen Hühnchen sind, die sehr klein sind. Nicht hormongespritzt, nicht hormonbespritzt. Deswegen sind die auch so klein. Hummus ist dabei, Tahinsoße, Pommes, Pepsi und frisches Brot. Und das alles nur für 31 Rial. Schaut, Endpreis 31 Rial. Ich hatte ja bei Five Guys 60 Rial gezahlt für einen Milchshake und einen kleinen Burger, deswegen lohnt sich das hier viel besser. Schaut, wie klein das Hähnchen ist. Sind diese wirklich regionalen Hähnchen? Schaut her, es ist sehr, sehr saftig, wie sich das löst vom Knochen. Schaut her. Ohne Druck auszuüben, löst sich das alleine vom Knochen. Wie gesagt, haben die nochmal Hummus, frisches Brot und noch Soßen, das ist scharfe Soße für den Hummus, wenn man möchte, aber ich möchte keine scharfe Soße. Man nimmt ein Stück frisches Brot und reißt das dann vom Hühnchen ab. Ihr seht schon, viel, viel kleiner als was wir gewohnt sind. In die Tahinsoße tunken. Dann essen wir das mal. Ist ein sehr, sehr intensiver Hühnchengeschmack. Sehr, sehr anders als in Deutschland und viel leckerer. Also Tarsic ist quasi in diesem Gebäude, Jebel Omar. Das ist doch das Hilton Suites, also Hilton Hotel. Das ist Intercontinental und das daneben ist das Zamzam Tower quasi. So, jetzt muss ich mir aber ein Eis geben. Hier gibt es so einen Eisstand, den probiere ich mal. Das ist die Eiscreme, ne? Eiscreme. So sieht das Eis aus. 5 Rial. Ungefähr ein bisschen mehr als 1 Euro. Ziemlich groß mit Schoko und Vanille. Danach geht's auf zum Gebet. Sehen.
Amen.